Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Opening hier bei den Card Buddies. Heute habe ich euch eine Top-Trainer-Box von Sturm am Firmament mitgebracht. Ich habe noch keine selbst geöffnet und ich hoffe, dass meine ein bisschen besser wird als die von Sascha, die er mal aufgemacht hat. Denn er hat, glaube ich, ein Rayquaza gezogen und ein Arktos und ein Regenbogenpinsel. Ja, es war ein Regenbogenpinsel. Ja, genau. Und ich hoffe, dass ich auch zumindest drei Hits habe. Was wir haben hier wieder? Wir haben hier ein Booklet. Unwichtig. Die Verpackung, die ist auch nicht so der Renner. Aber dieses Aussehen von dieser Box ist einfach mega geil. Einfach dieses Rayquaza hier drauf ist geil. Aber wir wollen zum Inhalt. Und zwar... auch die Würfel, die wollte ich haben. Die sehen mega aus. Geilo. Aber was wir wollen, sind die Booster. Und zwar sind hier drin 8 an der Zahl. So, mal gucken, ob es auch wirklich 8 sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawohl, 8 Booster, Würfel, klar, Hüllen, Deckdivider. Ich kann euch hier natürlich auch den Code geben, weil den brauche ich nicht. Viel Spaß damit. Und jetzt geht's an die Booster. So, die Box mache ich gerade mal wieder zu. Yes. Passt. Und 8 Booster, die wir jetzt öffnen. Was ich auf jeden Fall ziehen möchte, ist ein Rayquaza. Wäre natürlich mega geil, weil Rayquazas kann man nie genug haben. Ja. Und wir fangen mit dem ersten Booster an. Und haben eine Unlichtenergie. Wunderbar. Ein Ultrigaria, ein Freundesball. Ein Flunkiefer, ein Onyx, ein Perlu, ein Luturzel, ein Funpi, ein Wingull, als Reverse ein Plussel und die Rares ein Meditalis. Nichts Besonderes. Ja, und obwohl ja das Set hier schon jetzt ein, zwei Wochen alt ist, wird es langsam langweilig. Und wir freuen uns ja eigentlich schon auf das Drachenset, und zwar Majestät der Drachen. Denn dort wollen wir auch ein paar geile Karten ziehen. Oh, ein Kunstrad kann man auch aufheben. Ja, gesagt, das Sidra King Full Art sieht mega geil aus dem Set. Und auch die ganzen Drachen. Altaria, mega geil, letzte Chance Trank. Und ein Elektroball GX. Sehr coole Karte. Zwar nicht sonderlich spielbar, aber es ist immer ein Hit. Was wir in eine Perfect Size Sleeve packen. Bab. Boop. Ganz geil wäre noch mal ein Elektroball in Fuller zu ziehen, weil das habe ich noch gar nicht gesehen. Und wir ziehen weiter. Und zwar habe ich hier eine Feenenergie, ein Illumise, ein Plussel, ein Pokenuff, ein Walmer, ein Tunnel. Ja, also das Drachenset kommt höchstwahrscheinlich am 7. September raus, wenn ich mich nicht irre. Und die Rare ist ein Lepumentas. Am 7. September, das ist auch nicht mehr so lang hin, knapp 3 Wochen. Ich meine, 3 Wochen können wir ja verkraften, was das Warten angeht. So, bisher noch relativ mau die Box. Wir haben hier eine Energiewiederaufbereitung, ein Schrein der Bestrafung, sehr gute Karte, kann man sich auch aufheben. Ein Geweiher, ein Schneckmark, ein Lavita, ein Flurmel, ups, ich bin ein bisschen weit verschoben. Ein Deoxys in Reverse Rare, aber auch nicht das gute Deoxys. Und ein Voltenso in Normal Rare. Mit dem Voltstart, wenn du als Zweiter anfängst und dieses Voltenso auf der Hand hast, kannst du es einfach so spielen. Dann haben wir hier den Kartentrick und weiter geht's mit einem... Oh, noch ein Schrein der Bestrafung, sehr schön. Ein Kunstrad, sehr cool. Sneeble, Samurzel, ein Schluppuck, ein Samurzel, ein Tarnhill. Ein Voltoball in Reverse und die Rares, ein Deoxys in Non-Holo Rare. Auch nichts Besonderes. Dann kommt noch ein Booster aus Sturm am Firmament. Na, es kann ja nicht sein, dass hier nur ein Elektroball drin ist. Ein Alabes. Ein Minun. Eine Nachahmerin, auch gute Karte. Wunderbar. Lampi. Huch. Mediti, Spoink, ein Frizzleblitz, ein Geweiher,
Ein Kunstrad in Reverse. Coole Karte, die hebe ich mir auf. Und ein Sumpex, aber die ist jetzt nicht interessant. Kunstrad in Reverse. Jetzt habe ich mein Reverse-Set Kunstrad, Kunsträder voll. Da brauche ich jetzt keine mehr. Wir haben noch die letzten beiden Booster. Wollen wir doch mal hoffen, dass wir hier noch was ziehen. So was Rayquaza-mäßiges wäre jetzt echt nicht schlecht. Oh, irgendwie. Irgendwie ist das hier nicht so richtig. So. Oder mal eine Dings, eine Prisma-Karte, die wir jetzt mal so in den Openings auch noch nicht hatten. Sondern bisher immer nur GX-Karten. Ein Himmelturm, auch gute Karte. Geweihe, ein Schneckmark, ein Lavitar, ein Flurmel, ein Knuffenser, eine Xenia in Reverse, die ist jetzt aber auch nichts Spezielles. Und noch ein Deoxys, leider auch nicht wieder das Gute. In dem Set gibt es Deoxys dreimal, Coriogel gibt es hier zweimal oder dreimal, glaube ich sogar auch. Also hier wird man echt nicht verschont, was die Karten angeht. Und ich glaube, es wird so eine maue Box bleiben mit nur einem Elektroball als Pull und einem TV-Reporter, Lebenskräuter. Sagana Base, ein Flurmel, ein Tusker. Da hat mir gerade. Oh, jetzt, was rufen die Leute denn jetzt hier? So, Libiskus, Gag-Arbor, Eneko, ein Meditin Reverse und die letzte Rare für heute ist ein Gewaldro, Non-Holo, auch nichts Besonderes. Aber wir haben immerhin ein Pull und zwar dieses wunderbare Elektroball-GX. Dieses wunderschöne Elektroball-GX. Und dieses Elektroball gibt es auf Insta zu gewinnen. Das heißt, Leute, wenn ihr dieses Video gerade hier seht, dann müsst ihr auf Insta vorbeischauen, denn da könnt ihr dieses Elektroball gewinnen. Wie das Ganze ablaufen wird, seht ihr dann natürlich da. Lest euch den Kommentar durch, beziehungsweise den Post durch und dann werdet ihr wissen, okay, so könnt ihr teilnehmen, um an dem Gewinnspiel für Elektroball teilzunehmen. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann eben nicht. Dann schreibt am besten gar nichts. Ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich wieder zu Give It or Take It am Mittwoch. Ja, also danke fürs Reinschauen. Ich bedanke mich und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.